Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier am Arsch. Wir werden jetzt weiter arbeiten mit der Lounge, bis mir das nächste einfällt oder noch mal müssen. Den Quiz-Show. Hier mal gleich mal unseren Abfahrer starten. Das wird noch reichen. Hoffe ich jedenfalls. Denn ich habe heute das Einsilo halbwegs voll kriegen und zumachen können. Weil wahrscheinlich werden das zweite sich auch testen mit nächsten Feld. Aber da muss ich mal schauen. So, auch hier gleich mal die Info. LS21. Ja. Wird es dieses Jahr nicht geben. Aufgrund von Informationen aus dem Internet habe, von Sachsenplayer zum Beispiel. Oder Nordrhein. Naja, wie nix heißt hier. Play TV. Ja, das sind zwei Quellen. Denken wir, sind zuverlässig. Ja, dann ist halt so, ne? Es soll nun drei DLC kommen. Ja, wann genau? Weiß ich nicht. Vielleicht arbeiten schon ein oder zwei. Ne, an einem vielleicht. Ja, ne? Wir müssen halt so überstehen jetzt ein Jahr, ne? Weil wir haben ja hier noch ein bisschen zu tun, einfach abgesehen, ne? Wenn ja hier nicht fertig, ne? Aber das geht doch trotzdem weiter. Sagen wir so. Und es wäre auch ja mal schade, jetzt wo alles ja läuft, ne, mit Cosplay und so und die anderen Helfer-Mods, die es so gibt, die das Leben so leichter machen. Wenn wir von vorne anfangen müssten, ne? So haben wir wenigstens zumindest. Wird mal so eine oder andere noch fertig. Wie Cosplay zum Beispiel. Naja, gut, haben wir Geduld, müssen wir haben, ne? Jo, anders geht's nicht. Ja, auch hier, falls der Ton schlecht war, bitte mich auch zu entschuldigen. Ich habe jetzt getestet und neue Einstellungen vorgenommen, um das zu verhindern. Ich habe den Media Player separat geschaltet, auf einen separaten Spur von OBS Labs und ansonsten läuft der auch an einem Rechner jetzt. Also nicht mehr direkt vor der, wo ich jetzt spiele, sondern auf dem anderen, wo ich aufnehme. So denke ich mal, wird das da auch ein bisschen besser, weil ich ja diesen, sehen kann, wie er ausschlägt vom Ton her und dann kann ich das besser einschätzen, dass gut oder schlecht ist. So, mal ganz kurz, achso, ist ja Ding da leer. Wir werden mal hier rechts, was da rechts liegt, versuchen aufzusammeln mit den Hänger. Ansonsten brennen wir jetzt rüber, ne? So, streng I. Ja, Silos leider nicht dicht von der Seite her. Mit dem Verteiler fliegt das Silage-Zeug raus. Also das Hexegut. Ist leider so. Kann man nicht ändern. Wir können versuchen, das aufzunehmen. Also, ob das hinterher so ein Nachteil sein könnte, wird sich rausstellen. Ich hoffe eigentlich, dass es nicht so ein Nachteil ist, ne? So, mal sehen, dass wir mal ganz kurz runtergehoben bekommen und ich komme aber nicht ran, das ist mein Problem. Das heißt, wir müssen einen anderen Traktor für nehmen. Den habe ich aktuell hier, ja. Dann hängt man ganz kurz ab. Und dann ganz kurz vorne mal ein bisschen verteilen. Und zwar erstmal senken. Dann schalten wir den ersten ein, den zweiten und den dritten Verteiler. Für die Lase steht das Ding dran, aber es ist halt Häckselgut, ne? Da fahren wir das paar Mal hin und her.
rüber und dann hoffen wir mal ein bisschen, was verteilt wird. Und zwar in der Mitte fahren wir jetzt, damit wir nicht noch mehr rausfliegt. Ach so, innen drinne wollte ich nicht. Ach so, ja, verkehrt Taste drückte. Ja, wenn man nicht hinguckt, ne? Ja, das ist Marsch 1.4 seit heute. Ich kam dann gestern raus und hab's mir auch gleich runtergeladen. Ansonsten kurve ich auch noch die alte Version. Ich habe von den neuen nichts Gutes gehört. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber irgendwann werde ich auch die neue nehmen. So, aber ganz kurz werden wir jetzt mal einen A-Traktor nehmen und versuchen mit aufzunehmen. So, vorne. Den machen wir aus und dann können wir da. Geht alle vier automatisch aus. So, kurz mal den etwas kleineren Traktor nehmen, um das aufsammeln zu können, soweit wie es geht. Ansonsten müssen wir das mit den anderen Geräten irgendwie ja, Radlader so aufnehmen, keine Ahnung. Wird schon was finden. Habe ja so einen kleinen. Zur Not wird es gehen. Müssen wir schauen, ob die andere BGH noch entsprechend die Lage hat. Und wie die Preise hier sind, das wollte ich wissen. Ob die Preise hier auch so tief sind wie auf der Thüringen-Karte. Gärgast habe ich auch reichlich. Kartons, Papier, rote Steine, graue Steine, Käse. Ja, Fleisch ist Zeug, ne? Also das dauert noch ein bisschen, bis die soweit sind. Wir wollen mal Bier machen. Das ist immer das Erste, was wir machen wollen. Mist. So. Die Lage, tatsächlich 270. Ja, das ist nicht gut. Was habe ich an Gülle? Also kann ich sie nicht sehen. Okay. Naja. Oh, das wird ja Freude. Oh. Aber wir hatten noch mal mehr. Ich glaube hier 690 oder so. Ich muss mal in der alten Aufnahme reingucken, aber ob da ich jetzt was finde, wo ich mal reingucke im Preis, ist ja eine Frage, ne? Das ist ja auch nicht so einfach zu sagen, guck mal rein. Find mal die Stelle, wo ich mal geschaut habe. Ist ja auch jetzt nachher in ein paar Tagen nicht mehr. Ja. Wo ich mehr weiß. So, anschalten. Wir wollen hier möglichst viel wieder aufnehmen. Deko ist ja schön, aber da ist es hinderlich, ne? Leider. Also, oh, was haben wir hier? Ja, 32.000 Liter. Da ist schon was, ne? Müssen wir sehen, dass wir mit der Schaufel rangehen und entsprechend versuchen aufzunehmen. Ne? Tja, kriegen wir nicht mehr auf. Na gut. Versuch was wert, wir haben ein bisschen mehr gerettet. Und den Rest, ja gut, werden wir sehen. Also wenn mal einer zuschaut, kann man Kollegen Mapbauer berichten. Ich werde es nicht tun, weil ich mich ja nicht als mein Kanal bewerben, das möchte ich nun auch nicht. Wenn einer nachsagt hier, du bewerbst direkt den Kanal beim anderen Kanal, das möchte ich so nicht. Muss ich auch nicht. Ich nehme das so hin, wie es kommt.
Aber da schicke ich mal eine Mail mit einem Link zum Video, wo das zu sehen hat, wo es zu sehen ist. Aber im Grunde, naja. Wenn ich da auch in der Beziehung vergesse, in dem Augenblick, wo ich das machen will, ist es zu spät. So, mal vorne wieder höher holen. Hinten auch. Dann. Sonst schickt er mir das vorne nämlich raus und das will ich auch nicht. So, Stein I. Geht mal wieder rein. Das wichtige, gute Zeug. Gut, leer. Der Anhänger. Schon wieder so spät? Mann. Wo bleibt nur die Zeit? Ich weiß auch nicht. Die fliegt wie im Fluge, die Zeit davon. Wie heißt das schön, ja, im Flug? Aber gut. Und gerade heute kommt ein Update für 7D2D. Das macht mir richtig, ja, würde ich sagen, ne? Juckt in den Finger, ne? Aber gut, das muss warten. Das habe ich ja zum Glück ein bisschen voraus. Auch schon fertig verarbeitet. Polster ist da und von daher kann ich weiterhin zwei Folgen zeigen. Wer möchte, kann gerne reinschauen. Vielleicht finde ich auch den einen oder anderen, der nicht von LS begeistert ist. Ist vollkommen okay. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und das soll man entsprechend auch nutzen, ne? Ich hab doch Tempo mal, wie nutzt ihr den nicht? Nase zugewiesen. Kurz. Also die Marsch braucht ein bisschen mehr Leistung als die Turing-Karte. Von der Grafikkarte her. Aber es hält sich im Rahmen, ne? Vor allen Dingen ist jetzt die Leistung nur auf Spiel und nicht auf OBS und so. Das ist deutlich zu merken. Also von der Performance, ne? Wo ich auf maximale Stufe spiele, ne? Also nur zu sagen. Die ein, zwei Hochzeiten, die noch kommen, werden sicherlich kommt sicherlich daher, dass ich den Shredder Cache neu laden muss, weil das Ding habe ich gelöscht. Das mache ich eigentlich immer, bevor ich eine neue Karte starte. Also ich versuche nicht zu vergessen. Gelingt nicht immer. Aber das könnte sich theoretisch auch auswirken beim Spielen. Ich überlege gerade. Ja, gut. Giants will ja noch eins, die drei DLCs rausbringen in diesem Jahr. Das heißt, es kommen noch einige Neuerungen dazu. Was nun genau kommt, das weiß ich auch nicht. Das weiß wahrscheinlich noch keiner. Lassen wir überraschen, ne? Denk mal ein, zum einen werden sie eine Karte bringen, denke ich mal. Das liegt ja nahe, ne? Alles andere ist ja eigentlich mehr oder weniger vorhanden. Ja, neue Geräte. Oh. Ja, was könnte man da noch bringen, ne? Schwierig zu sagen, ne? Also. Sicherlich gibt es auch etliche noch, die man da bringen könnte. Ne? Es gibt da sicherlich etliche, die doch gerade hier vorgekommen sind. Ne? Aber man gar nicht weiß, welche Ballensammelwagen von Pöttinger zum Beispiel. Die haben auch einige in Angebot. Ist aber auch seit einigen Jahren erst neu. Also die haben sich da neu auf dem Markt was angeboten. Ne? Also das größte Gerät, was sie haben, ist 1,80 Durchmesser, soweit ich weiß. Und
und wickeln auch automatisch zusammen, ne? Und die haben dafür extra neues Werk gebaut. Oder sind da dabei zur Zeit. Für die Montage. Kann sich Konkurrenz warm anziehen. Naja. Geht ja nur ums Marktanteil letztendlich. Kunde ist König, ne? Der entscheidet letztendlich, ob er es kauft oder nicht. Muss alles stimmen. Der Preis und letztendlich auch der, ja, Qualität, ne? Die Firmeneigenqualitätskontrolle ist immer aktiv. Und jedes Teil wird geprüft, mehr oder weniger. Also die neuen Geräte werden alle geprüft, alles was neu wie neu ist, an neue Teile vorhanden ist und neu erstmal produziert wird, werden geprüft zu 100%. Ansonsten stichprobenartig, naja, halt so, ne? Aber halt was man neu entwickelt, wird geprüft, ne? Das geht dann nachgemessen, dass die Maße eingehalten werden, etc. Also sowas, ne? Ja, mit dem Ton ist immer schwierig, bei den Maschinen besonders. Das kann ich, naja, ich kann die lauter machen, aber das bringt ja auch nichts, damit zu laut, ne? Dicht dabei ist es angenehm anzuhören und weit weg ist, hört man nichts, ne? Aber das ist wahrscheinlich erst hier im 19. so. Mir ist das damals im 70er nicht aufgefallen, muss ich sagen. Jetzt, wo ich das intensiv prüfe, dann höre ich das auch, ne? So, liebe Schau, das soll es heute gewesen sein. Ich schaue gerade die anderen Wetter an. Jo. Das ist immer erstaunlich, wie es hier so Werte sind. Dann sag mal Tschüss und Winke, ciao, ciao. Ich danke mal fürs Reinschauen. Vielleicht sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Tschüss.